Moin Leute, hier mal ein ganz kleines Infovideo und zwar mein Headset ist wieder da. Diesmal aber nicht das G35, sondern das G930, praktisch eine Version weiter. Denn das G35 hat sich bei mir durch so irgendeinen Kabelbruch verabschiedet, was aber nicht hätte sein dürfen durch diese Preislage. Ist ja nicht ganz billig, das Headset. Aber das ist Geschichte. Das G930 funktioniert ohne Kabel, das heißt, funktioniert über WLAN. Des Weiteren ist das Team Summer Sale gestartet. Im Hintergrund seht ihr ja schon ein paar Gameplays zum Dark Messiah Might and Magic. Das habe ich mir für 3 € gekauft bei Steam. Und an alle, die noch kein Arma besitzen, jetzt ein kleiner Geheimtipp von mir. Bis zum 23. Juli gibt es Arma bei Steam Summer Sale für 20 €. Aber nicht irgendein Arma, sondern Arma Combined Operation, das heißt Arma 2 selber und das alleinlauffähige Add-on Operation Arrowhead, die ja beide für DayZ erforderlich sind zum Spielen. Das heißt, wer es noch nicht sicher war, weil das Ganze ein bisschen teuer war, kann jetzt auf jeden Fall zugreifen. Kommende Woche wird dann auch mein Nachtspecial von DayZ erscheinen. Das habe ich schon lange angekündigt, jetzt ist es soweit. Das werde ich aber nicht alleine bestreiten, sondern mit einem Prokur und Sato, je nachdem, wer da ist und wer nicht und ob wir uns finden. Und das Ganze werde ich dann am Stück hochladen, das heißt 1 Stunde Gameplay-Material. Deswegen seid gespannt darauf. Ich denke mal, Donnerstag wird es wahrscheinlich endlich soweit sein. Da wird das Video oben sein. Und wir werden auf jeden Fall viel, viel Spaß haben in der Nacht von Chernarus. Bin sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, ob wir am Ende überleben. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, der gute Zaktuni ist wieder dabei. Und wird in den kommenden Tagen bei meinem Kanal zu finden sein, unter den neuen DayZ-LPs. Beim Nachtspecial wird der gute Mann leider nicht dabei sein, denn da ist er nicht daheim. Aber wir werden untereinander uns selber nochmal ein Special drehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und zu guter Letzt nochmal eine kleine Info, und zwar Faction One ist gestartet, ein Let's Player-Verzeichnis. Ich habe ja heute schon ein Video hochgeladen, was der gute an Proko gemacht hat. Danke dafür nochmal, Ambro, dass ich das hochladen durfte. Schaut am besten mal vorbei, ich verlinke das Ganze mal. Und wir sehen uns dann in den nächsten LPs. Bis dahin, haut rein.